Willkommen zurück bei Mass Effect 2. Wir sind immer noch auf der Normandy unterwegs, um Jacob zu unterstützen. Wir haben gerade hier diesen Planeten, den wir noch ein bisschen nachträglich erforschen. Ach, was sage ich, Planeten? Dieses Galaxie. Gedöns. Wir wurden ja kurz aufgehalten, weil die doch tatsächlich auch eine Anomalie war. Bevor wir aber zu Alpha Draconis fliegen, fliegen wir erst noch zum Phi Clio Cluster, um dort die Planeten kurz abzuchecken, damit wir auch die 100% hier haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch eine kleine Anomalie. Aber nichts dergleichen. Also geht's jetzt ab nach Alpha Draconis, um Jacob zu helfen. Okay, das wäre der erste Planet und dann gibt es nur noch einen. 2175 Eya. Ich habe eine Anomalie geortet. Und diese Anomalie werden wir natürlich jetzt aufstöbern. Registrierungsnummer BP461003. Ich habe etwas gefunden. Ja, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Wer es lesen möchte, kann jetzt gerne auf Pause drücken. Wir werden jetzt landen. Ich bin gespannt, was wir vorfinden werden. Ob wir jetzt einen Wrack vorfinden oder vielleicht doch noch den lebenden Vater von Jacob. Jacob wird auf jeden Fall Teil des Teams sein. Das werden wir nicht groß auswählen können. Aber wir werden neben Jacob einfach mal... Na komm, wir fangen mit denen an, die wir zu Anfang an hatten, nämlich Miranda und Jacob. So, Jacob hat man vorhin schon verteilt. Miranda ist hier schon voll, hat aber noch 4 Punkte. Das heißt, sie bekommt beim Schmettern noch einen drauf. Und weiter geht's. Okay, dann werden wir uns den Wrack mal nähern. Da ist es. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben. Aber es ist Jahre her. Da sehen wir vorne schon ein Hologramm. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Crewgröße sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Okay. Wiederhole. Giftalarm. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab. Was zu schweren Schäden an Material und Crew führte.
Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel, unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach 1 Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung, 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff. Ja. Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang. Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Der Sache ein ganzes Jahrzehnt lang zu entgehen, scheint mir unwahrscheinlich. Dann hacken wir mal als erstes diesen kleinen PDA hier. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Schon mal 3000 Credits auf dem Konto. Absturz ist ein ordnungsgemäßer Ablauf, nicht zu erwarten. Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette einfach eine Stufe nach oben. Verschieben ist keine Lösung. Captain Fairchild kannte seine Crew. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Ich hoffe ja, dass der Mann das Zeug dazu hat, aber ich bezweifle es. Okay. Aber man sich also nicht sicher, ob der Captain, der neue Captain, das hinkriegt. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann. Wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Okay, die haben wirklich Probleme mit ihrem Gedächtnis. Das war einiges schwieriger zu verstehen. So, mehr haben wir hier nicht. Dann gehen wir mal weiter den Weg entlang und suchen nach vermeintlich Überlebenden, die sich vielleicht im Dschungel durchgeschlagen haben. Da liegen noch weitere Kisten. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen! Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Da kommt Berge! Okay... Der Granate so weit schmeißen kann. Ugh!
Sehr schöne Headshots, die ich hier gerade verteile. Schön! Das war kein neuraler Verfall. Die waren völlig wild. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Okay, dann geht's weiter in den Dschungel. Ah, Option. Ich bin schon gespannt, was hier vor sich geht. Ausgeschlachteter Mensch? Komplett ausgeschlachtet. Ach, Mac. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Sie sind ganz klar friedlich, tragen aber die gleichen Uniformfetzen wie die, die uns angegriffen haben. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich. Aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Mit Worten können Sie wirklich umgehen. Sie haben sie gehört. Ich habe sein Gesicht. Mein Vater hat die Crew dazu gezwungen. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Okay, die haben auf jeden Fall richtig Angst. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Er wacht über uns, beschützt uns. Und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Er schaut ein bisschen danach aus, als hätte man sich hier in Harem gehalten. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Sie werden mir wehtun. Ah, er setzt da die Bergen da vorne. So. Sein Gesicht. Aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Mechs auf sie gehetzt. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert. Und den Offizieren als Haustiere zugesprochen.
Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Na gut, dann werden wir alles daran setzen. Inaktiver Mac. Dann wollen wir den mal eben kurz hacken. Lass mich raten, der explodiert. Ja. Weg, 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 weg. Nun ist der Weg frei. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, vermutlich als Warnung. Die Neuen wurden einfach da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Unterwerfen und unterdrücken. Oh, Berge! Vorsicht! Nachdem die Crew gewalttätig wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie greifen immer noch. Okay. Wir schauen uns das mal wieder hier um. Ich traue irgendwie Jacobs Vater nicht. Seite wird sie beschossen. Siege unter schwerem Beschuss. Okay. Das könnte nützlich sein. Ja, sehe ich genauso, Jacob. Aber was nachher mit ihm passiert, überlasse ich Jacob auf jeden Fall. Oh, wieder offenes Gelände. Ich hab's gesehen.
sie umwerfen. Verstoßene! Ach du Kacke, ach du Kacke! Gleich ist er runter, gleich kann man runter. Raus aus dem Detonationsbereich! Komm schon raus da. Das war's. Damit wir nach Hause können. Jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. So, eben noch umschauen, ob hier noch irgendwas ist. Da liegt auf jeden Fall Munition. Noch mehr Munition. Aber ansonsten sehe ich nichts, was wir hier noch einsammeln könnten. Außer dem PDA. So, ich weiß, die Zeit ist langsam abgelaufen, aber das bringen wir noch zu Ende. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain? Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Wie auch immer, Captain. Aber an irgendeinem Punkt haben Sie beschlossen, das hier Ihrer Mannschaft anzutun. Sie ganz allein. An welchem Punkt war das? Ich will wissen, ob es sowas wie einen richtigen Grund gab. Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen?
Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Es wäre mit Sicherheit ein Wahnsinnsurlaub, aber ich werde sie nach all der Zeit nicht einfach so davonkommen lassen. Verdammt richtig. Für die Vorkommnisse hier sollte ich seinen Schädel belüften. Aber es ist nicht mal wert, dass man den Finger am Abzug rum macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Was machen wir? Ihm in seiner Hölle lassen. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass die restlichen Überlebenden abgeholt werden, während der amtierende Captain sich um die Löcher kümmert, die wir in seine Mechs gestanzt haben. Moment mal. Ich muss doch gerettet werden. Wir haben ja keine Ahnung, was diese Wahnsinnigen mit mir machen werden. Wir könnten raten. Mein Vater war ein anderer Mann, Shepard. Ein guter Mann. Ich wünschte, ich hätte ihn gefunden. Jacob! Als Toter warst du ein besserer Mann. Und soweit es mich betrifft, bist du das auch immer noch. Jacob! Tja, ich würde sagen, du hast ein Problem, alter Mann. Und damit haben wir diese Mission auch beendet. Und Jacob hat mit seinem Vater abgeschlossen. Er ist und bleibt für ihn tot. Aber richtig miese Nummer, die er abgezogen hat. Nun haben wir auch Jacobs 100%ige Loyalität. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Wenn die auch nur einen Blick auf uns erhaschen, gibt's für sie nur noch koffeinfreien. Na toll, und serviert wird er vermutlich in der Luftschleuse. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ach ja? Denn angesichts des Resultats könnte man durchaus vermuten, dass Sie daran beteiligt sind. Sie wissen sehr wenig über mich, Shepard. Gehen Sie nicht davon aus, meine Absichten zu verstehen. Cerberus geht es letztlich um die Menschheit. Mein Volk ist für mich sehr wichtig. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Wollten Sie ihm einen Gefallen tun, oder ging es nur darum, zu sehen, wie er sich windet? Was er daraus gemacht hat, war ganz allein seine Entscheidung. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylors Körper hat einiges nachzuholen, aber der Mann ist längst tot. Ich habe das bereits verarbeitet. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Ja, sehr schön. Plus 6 abtrünnig, plus 2 Vorbild. Ich weiß gar nicht, sind wir eigentlich mehr böse oder mehr gut? Das müssten wir eigentlich hier sehen können. Ja, wir sind noch mehr Vorbild als abtrünnig. Aber abtrünnig ist auch nicht weit davon weg. Nun gut. Das war's aber für diese Folge. Wir konnten Jacob mit seinem Vater einigermaßen helfen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann wie immer einen Daumen nach oben, netter Kommentar. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Mass Effect 2.